Okay, hallo, mein Name ist Jaddy und ich erzähle euch heute was über Machine Learning. Das Ding heißt Primer to Machine Learning und wir wollen uns einfach mal anschauen, was ist Machine Learning und wie funktioniert denn das so konzeptionell und ja. Wer hat hier schon mal was mit Machine Learning gemacht? Okay, ein paar Leute haben hier schon mal was mit Machine Learning gemacht. Ein paar mehr haben noch nichts damit gemacht. Wunderbar. Ich habe da ein nettes Zitat gefunden. Cyber Hygiene, Patching Vulnerabilities, Security by Design, Threat Hunting and Machine Learning based Artificial Intelligence are mandatory prerequisites for Cyber Defense against the next generation threat landscape, sagte James Scott vom Institute for Critical Infrastructure Technology. Das klingt irgendwie voll wichtig und deswegen sollten wir uns jetzt mal die Frage stellen, was ist Machine Learning? So, was ist Machine Learning? Vorschläge. Irgendwas mit neuronalen Netzen. Okay, das ist ein erstes Angebot. Interpolation von einer kleinen auf eine große Menge. Okay. Weitere Vorschläge? Alles klar, dann schauen wir doch mal. So. Machine Learning ist erstmal irgendwie sowas, so ganz abstrakt ist das eine sehr schöne Visualisierung. Wir haben so ein Ding, das Putput, dem geben wir so einen Input und es produziert uns so einen Output. Wenn man den Herrn Körner fragt, ist das Machine Learning. Wenn man XKCD fragt, ist Machine Learning irgendwie sowas, wir haben so einen Haufen linearer Algebra, da kippen wir hier unsere Daten rein und kriegen dann hier unsere Antworten raus. Und ja. Und wenn das irgendwie, wenn die Antworten nicht richtig sind, dann rühren wir einfach noch so ein bisschen. Genau, ja. Beispiel. Wir haben Punkte. Da sind irgendwie Punkte, die sind irgendwie verteilt. Irgendwie, wir haben hier auf der Achse haben wir irgendwas und auf der Achse haben wir irgendwas. Und jetzt setze ich zum Beispiel hier einen weiteren Punkt rein. Und wenn ich euch frage, welche Farbe der hat, werdet ihr mir sagen, rot, weil meine Laserkanone hier rot ist, aber wenn dieser Laserpointer nicht rot wäre, was für eine Farbe würde der Punkt an der Stelle vermutlich haben? Blau. Warum blau? Weil alle drumherum auch blau sind. Das heißt, wir können einfach sagen, ein erster Ansatz für Machine Learning, ein relativ simpler Algorithmus für Machine Learning ist, wir schauen uns einfach mal unsere Daten an und sagen, wenn wir irgendwo einen neuen Punkt auf dieser Menge finden, dann gucken wir uns einfach an, was ist denn der Punkt, der am nächsten dran ist und welche Farbe hat denn der? Das ist dann irgendwie sowas. Das ist dann K-Nearest Neighbors und wir sehen hier irgendwie das Areal, wenn ich da irgendwo was hinsetze, dann ist immer der blaue Punkt der nächste. Wenn ich irgendwie hier was hinsetze, ist das nächste ein grüner Punkt. Hier ist das nächste irgendwie auch ein grüner Punkt, da ist das nächste ein roter Punkt. Wir sehen aber, das ist irgendwie noch nicht so ganz optimal, weil irgendwie hier sehen wir so einen kleinen roten Bereich, obwohl das eigentlich so mehrheitlich blau ist. Und deswegen kann man irgendwie K-Nearest Neighbors nicht nur so machen, dass man sich den ersten Nachbarn anschaut, sondern man kann sich einfach irgendwie die fünf nächsten Nachbarn anschauen und dann einfach gucken, was ist denn die dominierende Farbe in den fünf nächsten Nachbarn. Und dann sieht diese Landscape irgendwie mehr so aus. Und dann sehen wir irgendwie jetzt hier, ist das jetzt hier komplett blau? Das hier ist jetzt so komplett grün. Hier haben wir sehr viel rot, auch wenn wir hier grüne Punkte dabei haben. Und wir sehen auch so ein paar Areale, die wir einfach nicht klar klassifizieren können. Kurze Anmerkung, sollten während des Vortrags irgendwelche Fragen zu dem, was ich erzähle, auftreten, einfach jederzeit sich melden, dann können wir die Frage direkt an der Stelle abhandeln. Gut, also das ist so einer der Standardverfahren von Machine Learning, dieses K-Nearest Neighbors. Kann ich auch irgendwie mit zwei oder drei oder vier Nachbarn machen. Und wir können auch was anderes machen. Machine Learning ist ja ein relativ großes Feld. Anderes Beispiel, Datenfit. Wir haben Punkte, schon wieder. Die sehen jetzt ein bisschen anders aus. Erstmal sind sie alle blau. Zum anderen sind sie jetzt irgendwie verteilt so. Und wir haben irgendwie, das steigt irgendwie. Wenn ich hier irgendwie auf der Achse noch weiter nach oben gehe, dann gehen die Punkte auf der Achse hier irgendwie auch weiter nach oben. Jetzt wüsste ich gerne, welchen Wert habe ich denn hier bei dieser schwarzen Linie? Wie kann ich das machen?
Ich kann einfach mal so eine Linie da durchlegen und sagen, okay, jetzt habe ich im Wesentlichen dasselbe Prinzip gemacht. Ich habe mir sozusagen meine Daten angeschaut und habe mir sozusagen irgendein Modell genommen, in diesem Fall eine Linie, und habe gesagt, wenn ich sozusagen meine Daten als Basis nehme, mir anzuschauen, wie mein Modell aussieht, dann kommt irgendwie das Modell so raus. Und dann kann ich irgendwie sagen, okay, was ist das? Meine Linie hier ist irgendwie bei 45 oder was das ist. Eben hatten wir K-Nearest Neighbors. Das hier ist jetzt ein Verfahren, das nennt sich lineare Regression. Linear nicht, weil wir hier eine Linie haben, sondern linear, weil wir uns linear in den beiden Koeffizienten, die wir haben, die unsere Linie charakterisieren, also einmal die Steigung und einmal den Y-Achsenabschnitt. In den beiden Parametern ist das Ding linear, das macht es zur linearen Regression. Genau. Von daher könnte man Machine Learning in der Nutshell so definieren, wir haben irgend so ein Modell und wir wollen jetzt Parameter finden, A, B, C, bla, blub, sodass der Fehler unserer Vorhersage von unserem Modell mit diesen Parametern möglichst klein wird. Das ist so Machine Learning in a nutshell, so wie ich das sehe. Es gibt sicherlich andere Betrachtungsweisen, wir haben ein paar Betrachtungsweisen gehört. Aber das ist so mein Mindset auf Machine Learning. Ich habe irgendein Modell und ich benutze meine Daten, um dieses Modell in eine Form zu bringen, dass es mir am Ende Voraussagen machen kann, die einfach möglichst präzise sind auf Daten, die ich noch nicht kenne. Genau. Neuronale Netze. Wir haben hier schon mal neuronale Netze gehört. Wer hat schon darauf gewartet, dass ich was über neuronale Netze erzähle? Okay, wenige Leute. Wir erzählen trotzdem mal was über neuronale Netze. Denn wenn man irgendwie Machine Learning und künstliche Intelligenz und so macht, dann fällt immer dieser Terminus neuronales Netz. Das heißt, vielleicht sollten wir uns mal einmal anschauen, was ist eigentlich so ein neuronales Netz? Das ist Egon. Egon ist ein neuronales Netz. Es ist sehr gut. Und es sieht irgendwie ziemlich kompliziert aus. Aber das ist gar nicht so wild. Wir werden uns jetzt mal anschauen, was da eigentlich hintersteckt. Am Anfang haben wir hier so ein paar X'e. Das sind irgendwelche Zahlen. 3, 4, 7, 35, 1. Und diese Inputs werden irgendwie alle, wir sehen das hier an den Linien, die werden alle in diese drei Kugeln hier reingesteckt. Das sind dann unsere Neuronen. Und diese Inputs können verschiedene Dinge sein. Das können zum Beispiel Farbwerte von Pixeln sein. Irgendwie x1 ist 0 bis 255 aus dem Grünwert des ersten Pixels, x2 ist 0 bis 255 aus dem Rotwert des ersten Pixels, x3 ist dann der Blauwert des ersten Pixels, dann haben wir hier wieder den Grünwert des zweiten Pixels, den Rotwert des dritten Pixels und dann war meine Slide zu Ende. Und was dann passiert ist, wir stecken irgendwie alle diese Inputs in unsere erste Bubble da rein und die ist dann unser erstes sogenanntes Neuron. Und was das macht, ist, das summiert die Dinge einfach auf. Also es nimmt sich im Wesentlichen alles, was es reinkriegt, summiert das Ding auf und spuckt uns dann hier hinten die Summe raus. Dann geht das durch eine sogenannte Activation Function durch. Was macht so eine Activation Function? Im einfachsten Fall wirft die einfach alle negativen Werte weg. Das kann man sich so vorstellen, neuronale Netze kamen ursprünglich aus dem Gedanken, wir bauen uns so ein Netzwerk genauso, wie wir es bei uns im Gehirn haben und so Neuronen bei uns im Gehirn sind in der Lage, ein Signal zu geben, sie sind aber nicht in der Lage, irgendwie uns Signal wegzunehmen. Deswegen sage ich einfach mal, ich werfe einfach mal alle negativen Werte weg, dass hier sozusagen nur positive Werte weitergegeben werden. Genau, dann haben wir noch diese ganzen Fächerlinien hier. Das sind unsere Weighted Connections, das sind unsere Verbindungslinien, das sind die Gewichte. Gewicht heißt, wenn ich hier einen Output bekomme, das haben wir hier auch, wir haben irgendeinen Input, und der wird hier reingefüttert. Wir haben hier irgendeinen Output, der wird hier wieder reingefüttert. Und hier kann ich ein bestimmtes Gewicht auf die Kante setzen. Zum Beispiel, ich kann ein Gewicht von 2 auf die Kante setzen. Das heißt, der Output hier wird einfach mit 2 multipliziert und quasi doppelt stark hier reingefüttert. Dann haben wir irgendwie hier ein Gewicht von 0,7 und dann wird irgendwie nur 70% des Inputs, den ich hier rauskriege, in mein Neuron reingefüttert. Und wir haben, wenn wir uns erinnern an diese Linie, wir haben sozusagen unsere Parameter so gefunden, dass wir quasi unsere Linie so optimal durch unsere Punkte durchgelegt haben. Das Äquivalent von unserem A und unserem B sind hier diese Gewichte auf diesen Kanten. Das heißt, wir haben irgendwie unser neuronales Netz und wir füttern hier irgendwie unsere Daten rein und wir wollen jetzt unsere Kantengewichte so finden, dass am Ende das, was hier rauskommt,
so aussieht, wie wir es gerne hätten. Also zum Beispiel, wenn wir ein neuronales Netz trainieren wollen, das uns Eseln von Kühen unterscheidet, dann kann man irgendwie hier, dann ist das irgendwie beispielsweise der Output, ob das eine Kuh oder ein Esel ist. Und wenn es irgendwie 1 ist, ist es eine Kuh. Und wenn es 0 ist, ist es keine Kuh. Und irgendwie kann man irgendwie dieses Ding hier so definieren, dass irgendwie, wenn das Ding 1 ist, ist es ein Esel. Und wenn es 0 ist, ist es eine Kuh. Das heißt, wenn ich irgendwie ein Bild von einer Kuh hier reinhalte, soll dieses Neuron hier 1 ausgeben. Hier bei Y1 soll 1 rauskommen. Hier soll irgendwie 0 rauskommen. Wenn ich ein Bild von mir davor halte, kommt irgendwie hier eine 0 raus und hier eine 1 raus. Und wenn ich irgendwas Kaputtes da reinhalte, dann kommt vielleicht irgendwie hier eine 1 raus und da eine 1 raus. Und dann habe ich irgend so eine Eselkuh. Was auch immer das ist. Und das ist im Wesentlichen das Konzept, wie so ein neuronales Netz funktioniert. Und hier haben wir eben, ihr seht, wir haben relativ viele von diesen Kanten. Bei diesem Datenfit hatten wir 2 Parameter, das A und das B. Und hier haben wir irgendwie 30 Milliarden von diesen Kanten. Und das ist tatsächlich so, deswegen braucht man so viele Daten, um neuronale Netze zu trainieren. Wir haben sehr, sehr viele von diesen Kanten, Tausende, Zehntausende, wenn wir in großen Netzen sind, die uns entsprechend dieses Netz definieren. Dann können wir, wo wir gerade hier sind, können wir auch noch kurz den Terminus Deep Learning adressieren, der ja auch immer gerne benutzt wird. Machine Learning ist ja nicht genug, wir brauchen immer Deep Learning. Deep Learning ist von der Definition her, soweit ich das gefunden habe, also das ist, wie das so mit Buzzword so ist, jeder versteht ein bisschen was anderes, aber so, wenn man sich so das mal so anschaut, die meisten sagen, Deep Learning ist, wenn ich hier irgendwelche Hidden Layers habe. Also hier stecke ich meinen Input rein, das ist mein Input Layer, hier habe ich meinen Output Layer, der formatiert mir meinen Output hier raus und dann habe ich hier noch so beliebige von diesen Layern dazwischen und da kann ich auch irgendwie beliebige von denen reinstecken. Und dann spricht man von Deep Learning. Oder man spricht einfach von Machine Learning mit neuronalen Netzen. Ob bewiesen ist, dass neuronales Netz ohne Hidden Layer gar nicht geht? Im Prinzip hast du ja auch, wenn du jetzt sozusagen den Layer komplett rausgehst und von den Bubbles hier direkt auf die hier rüber gehst, dann hast du auch hier schon Kantengewichte, mit denen du was machen kannst. Die Frage ist halt, was ist dein Use Case und funktioniert das am Ende auf den Daten, die du gerne haben möchtest? Also es kann durchaus sein, dass das Netz sozusagen zu kurz ist und ein Bild nicht vernünftig klassifizieren kann, weil es einfach ein Bild nicht vernünftig strukturieren kann. Aber prinzipiell wäre es schon ein neuronales Netz, wenn ich sozusagen diese Hidden Layer komplett weglasse. Vielleicht ein relativ nutzloses, das kann sein. Genau, also wenn diese neuronalen Netze funktionieren auch erstaunlich gar nicht so geil, wenn man nur 2 Layer nimmt, dann können sie im Wesentlichen Datenmengen in der Mitte teilen. Viel mehr können die dann nicht. Das ist dann relativ unspannend, wenn man zum Beispiel Bildklassifikation machen möchte. Und da gibt es dann auch Verfahren, die sind irgendwie nicht so kompliziert wie neuronale Netze. Neuronale Netze sind auch relativ teuer. Also so ein Datenfit, wie ich es gerade mit der Linie gezeigt habe, der ist billig, das kann ich relativ schnell machen. So ein neuronales Netz zu trainieren ist teuer, das heißt, wenn es mir keinen wirklichen Fortschritt gibt, mache ich es einfach nicht. Das ist der Grund, warum es man damals sein lassen hat. Genau. So, was ist Training? Es heißt dann immer, Machine Learning muss trainiert werden. Trainieren ist diese Prozedur von, wir finden mal unsere Parameter so, dass wir am Ende unser Ding vernünftig in dem Zustand haben. Also für so ein neuronales Netz, wir finden unsere Kantengewichte. Jetzt ist irgendwie das Problem, das haben die Amis mal versucht, die wollten mal so einen Detektor bauen, der russische Panzer detektieren kann. Also die haben sich so Luftbilder genommen, wo so russische Panzer oder russische Panzerattrappen drauf waren und haben die irgendwie in ihr Machine Learning Ding reingefüttert und das sollte mal irgendwie so lernen, irgendwie russische Panzer zu detektieren. Und das funktioniert auch alles super, also die Ergebnisse waren super und dann haben sie es in der Praxis angewendet und es versagt komplett. Was war der Grund? Naja, wenn man sich die Daten im Nachhinein angeschaut hat, auf allen von diesen Bildern waren zwar russische Panzer drauf, aber auf allen Bildern, auf denen russische Panzer drauf waren, waren auch Wolken drauf. Und was sie geschafft haben ist, sie haben statt einen Panzerdetektor zu trainieren, einen Wolkendetektor trainiert. Hat dann in der Praxis gar nicht mal so gut funktioniert. Das heißt, wir müssen uns irgendwie überlegen, wie machen wir diese Datenfit-Prozedur in einer Weise, dass wir sicherstellen, dass wir uns nicht irgendwie gegen die Wand fitten. Und das macht man normalerweise so. Wir haben unser Datenset und das teilen wir auf in den Klotz und in den Klotz. Das ist dann unser sogenanntes Training Dataset.
mit diesem Training-Dataset mache ich diese Prozedur. Mit diesem Training-Dataset mache ich meinen Datenfit. Das sind im Wesentlichen meine blauen Punkte bei der Linie. Das sind sozusagen meine vorgegebenen Daten, mit denen ich sozusagen dem neuronalen Netz sage, du, das ist dein Input, der Output sollst du rausbekommen, werd mal besser. Und dann habe ich hier dieses Validation-Dataset. Und dieses Validation-Dataset ist das, was ich dann am Ende benutze, um zu überprüfen, was eigentlich, ob mein neuronales Netz sozusagen nur auf diesen Trainingsdaten hier funktioniert, weil sich genau gemerkt hat, was ich ihm reinfütter und im Wesentlichen die Bilder katalogisiert habe oder meine Daten katalogisiert hat, oder ob es tatsächlich auf Daten, die es gar nicht kennt, auch tatsächlich vernünftig funktioniert. Und deswegen trainiert man immer mit dem einen Bunch und testet dann sozusagen mit dem anderen. Beispiel. Das ist ein Schiff. Weiß jemand, was für ein Schiff? Das ist die Titanic. Die Titanic ist ein Weilchen älter und ist irgendwann mal gegen so einen Eisberg gefahren. Und da sind so ein paar Leute bei ertrunken. Und da gibt es Daten zu. Also man kann sich den Titanic-Datensatz anschauen. Der Titanic-Datensatz enthält im Wesentlichen so Dinge wie, in welcher Klasse sind die Leute gereist. Also erste Klasse, zweite Klasse, dritte Klasse. Wie hießen sie? Welches Geschlecht hatten sie? Wie alt waren sie? Wie viel haben sie für ihr Ticket bezahlt? In welcher Kabine saßen sie? Waren sie am Ende auf einem Schlauchboot drauf oder nicht? Und haben sie die Kollision der Titanic mit diesem etwas größeren Eisberg überlebt oder nicht? Und das können wir jetzt einfach mal machen. Was ich gemacht habe, ist, ich habe mir einfach mal so ein paar von denen genommen und mir gedacht, ja, irgendwie Klasse und Geschlecht und Alter, heißt ja immer Frauen und Kinder zuerst, ne? Und irgendwie Klasse, ob du jetzt irgendwie unten im Schiffsbauch wohnst oder irgendwie oben auf dem Deck. Und das Alter bestimmt auch, weiß ich nicht, wenn du irgendwie sehr jung warst, war die Wahrscheinlichkeit vielleicht höher, dass du in diesem Eiswasser überlebt hast, als wenn du irgendwie 80 bist. Und habe mir dann mal angeschaut, diese drei Dinger genommen und mir diesen Survive-Parameter genommen und das einfach mal so ein Machine Learning-Ding drauf trainiert. Ich habe den genommen, den Ken Nearest Neighbors, und einfach mal gesagt, guck dir mal meine Daten an, mach mal hier diese Landscape und dann gebe ich dir am Ende neue Daten und dann klassifiziere mal, ob die Leute überlebt haben oder nicht. Und was wir sehen ist, wir haben hier irgendwie, das ist das Datenset, was ich dafür benutzt habe, 1045 Datensätze hatte ich. Und jetzt habe ich hier so eine Simple Split Accuracy und so eine Random Split Accuracy. Was ist denn das? Was ich einfach bei Simple Split gemacht habe, ich musste ja irgendwie teilen in Trainingsdatensatz und in Validation, in Testdatensatz. Und ich habe einfach genommen, okay, die obersten drei Viertel sind mein Trainingsdatensatz und die untersten drei Viertel sind mein Testdatensatz. Und auf dem Testdatensatz war dann die Akkuras, die, also ich habe im Wesentlichen dann die Testdaten gegeben und gesagt, klassifizieren wir mal, und 67% von diesen Testdaten wurden richtig klassifiziert, hinsichtlich des Status, ob die Leute überlebt haben oder nicht. Wenn ich zufällig irgendwelche Datensätze aus dem Datensatz rausgezogen habe und in das Testdatenset gesteckt habe und den Rest halt für Training benutzt habe, dann war die Genauigkeit sehr viel größer, dann war ich bei 76%, die richtig klassifiziert worden sind. Warum? Also die Trainingset und Testset waren beide in beiden Fällen gleich groß. Warum? Naja, dieser Datensatz sah halt folgendermaßen aus. Wir hatten oben, der war nach Klasse geordnet. Das heißt, ich hatte oben die Leute aus der ersten Klasse, dann die Leute aus der zweiten Klasse und unten die Leute aus der dritten Klasse. Das heißt, was ich im Wesentlichen bei dem Simple Split gemacht habe, ist, mein Testdatensatz bestand quasi nur aus Leuten, die dritte Klasse gereist sind. Und trainiert habe ich nur mit Leuten, die erste Klasse und zweite Klasse gereist sind und vielleicht noch ein bisschen dritte Klasse. Und das ist natürlich offensichtlich nicht so gut. Das führt uns nämlich zu der Frage von Data Bias. Data Bias ist so ein klassisches Problem in Machine Learning. Beispiel. Google hat da mal so einen automatischen Klassifikator für Google Fotos gebaut. Also die haben sich irgendwie Fotos genommen und dann sollte irgendwie ihr Machine Learning, Dingsy, was auch immer das dann war, einfach mal klassifizieren, was man auf diesen Bildern sieht. Was dabei rausgekommen ist, ist das. Fällt jemandem was auf? Ja, es ist irgendwie, ein paar von denen passen, so Airplanes, Skyscrapers. Das sieht mir nicht nach Gorillas aus, sondern eher nach Menschen mit dunkler Hautfarbe. Aber Google Fotos hat einfach mal munter gesagt, das sind Gorillas. Die betroffenen Personen waren nicht so besonders erfreut. Das
gab dann auch ein gewisses Medienecho und einen kleinen Twitter-Widerhall, der, also insbesondere weil die Leute halt, das, der hat das halt, der Betroffene hat das halt auf Twitter gepostet und war eben nicht so besonders erbaut darüber. Meine Vermutung, wie das zustande gekommen ist, ist dasselbe Prinzip. Wenn man da, wenn man diesem Klassifikator Bilder vorsetzt, wird es sich genau anschauen, wie es diese Bilder klassifiziert. Und da wir sozusagen irgendwie das ganze Ding trainieren, dann trainieren wir eben basierend auf den Daten, die wir haben. Und wenn eben man zu wenig Schwarze in dem Datenset drin hat, zu wenig dunkelhäutige Menschen im Datenset drin hat und eine Menge hellhäutiger Menschen im Datensatz drin hat, dann wird dieser Machine Learning Klassifikator sich halt überlegen, also so ein Gorilla ist ja immer dunkel. Dann ist bestimmt das Charakteristikum von so einem Gorilla ist dunkel. Und dann klassifiziert er halt munter sowas als Gorilla. Das war ein bisschen peinlich für Google. Was actually ein bisschen peinlich für Google war, ist, dass einen Monat vorher Flickr genau dasselbe passiert ist. Sie haben, okay, sie zugegebenermaßen, sie haben dunkelhäutige Menschen nicht als Gorillas klassifiziert, sondern nur als Affen. But point holds, Google war da nicht der Erste, dem das passiert ist, sondern deren Competitors hat das bereits vorgemacht und sie sind trotzdem reingerannt. Das ist das Problem von Data Bias und das ist ein grundsätzliches Problem in Machine Learning Applications aller Art. Wenn ich mir zum Beispiel überlege, will ich einen Machine Learning Algorithmus benutzen, der mir am Ende sagt, ob eine Person, die irgendwie Kunde bei mir ist, ob ich der einen Kredit gebe oder nicht, ob die in der Lage ist, den Kredit zurückzubezahlen oder nicht, dann wird dieses System das basierend auf den Daten machen, die es schon hat. Und das führt dann eben dazu, dass man nicht mehr klassifiziert wird aufgrund bestimmter Eigenschaften, die man hat, sondern aufgrund bestimmter Eigenschaften, die eben dieser Machine Learning Algorithmus extrapoliert hat, als das scheint so zu funktionieren. Und das ist eben dieser klassische Fall von Data Bias. Je nachdem, was du reinsteckst, kommt eben auch raus. Weiteres Problem, was man bei so Machine Learning Kram immer wieder hat, ist das Problem von Overfitting. Was ist Overfitting? Wir erinnern uns, wir haben hier irgendwie unsere Gerade. Jetzt sehen wir aber natürlich, diese Gerade liegt natürlich, also die wird uns vermutlich so eine relativ gute Voraussage geben, wo wir landen. Wir landen irgendwie hier bei 45 war das, glaube ich. Aber die geht natürlich nicht durch alle Punkte durch. Ist also offensichtlich nicht der perfekte Fit für diese Daten. Das geht doch bestimmt besser. Und dann passiert nämlich das, was man als Overfitting bezeichnet. Man kann natürlich auch ein Modell suchen, das diese Daten perfekt beschreibt. Zum Beispiel so eins. Genau, das Ding ist halt ein perfekter Fit. Es geht durch alle Datenpunkte perfekt durch. Ist offensichtlich eine hervorragende Beschreibung unserer Daten. Und sagt mir voraus, dass ich hier bei der schwarzen Linie, tatsächlich geht der da gerade rauf, der liegt irgendwo da. So bei 150 oder so. Das ist offensichtlich eine ganz hervorragende Voraussage. Oder auch nicht. Und das ist eben das, was passiert, wenn man seinen Machine Learning Algorithmus so hart auf seine Daten trimmt, dass dieser Machine Learning Algorithmus im Wesentlichen nicht mehr versucht, diese Daten zu abstrahieren und generalisieren und mir quasi generalisierte Eigenschaften dieses Datensatzes zu finden, sondern wenn ich sage, sei in der Lage, mir meine Daten zu rekonstruieren. Und wenn ich ihm dann Daten gebe, die er es noch nie gesehen hat, passiert eben sowas. Das kann man auch, man kann Overfitting sogar während des Trainingsprozesses erkennen, in manchen Fällen. Beispiel, wir haben hier einfach den Klassifikationsfehler und das sind einfach irgendwie Iterationen, mit denen ich trainiere. Und hier haben wir in Blau mein Trainingsset und je mehr Iterationen ich mache, desto weiter geht der Klassifizierungsfehler runter. Das ist das, was ich erwarten würde. Und was wir hier im Testset sehen, der geht auch runter, also irgendwie scheint bis hier so der Machine Learning Classifier so sich Eigenschaften anzuschauen, die für die Gesamtheit des Materials, der Gesamtheit der Daten, die ich ihm gebe, sinnvoll sind. Und hier geht aber der Fehler vom Testset wieder hoch. Und das ist der Punkt, wo quasi das Overfitting einsetzt. Hier fängt der Algorithmus dann an, seine Gewichte, seine Parameter so zu wählen, dass er genau das Trainingsdatenset reproduzieren kann und damit geht eben der Fehler auf dem Testset wieder rauf, weil das eben andere Daten sind, die dann nicht diese genauen Helligkeitsübergänge oder was auch immer haben, die das
Trainingsset hat. Das sind so zwei Probleme, die man üblicherweise oder die man häufig hat in Machine Learning, mit denen man eben zu kämpfen hat und warum das dann irgendwie alles töfte aussieht und man trainiert irgendwie seinen Klassifikator und der hat irgendwie super Ergebnisse und dann setzt man ihn mal so in die Real World rein und er versagt einfach. Das sind eben genau diese Data Bias und Overfitting-Geschichten, sind zwei von den vielen Dingen, die da schiefgehen können. Hyper-Hyper. Hyper-Hyper steht für die Hyper-Parameter, die es im Machine Learning auch gibt. Was sind Hyper-Parameter? Hyper-Parameter bei so einem, wir erinnern uns an Egon, unser neuronales Netz, es ist sehr gut. Die Hyper-Parameter hier sind Dinge, die ich nicht quasi während meiner Trainingsprozedur fitte. Während meiner Trainingsprozedur fitte ich meine Kantengewichte hier, hier, hier. Was ich nicht während meiner Trainingsprozedur fitte, sind so Dinge, wie viele Hidden Layer benutze ich eigentlich? Benutze ich irgendwie einen, benutze ich zwei, benutze ich drei, vier? Wie breit sind meine Hidden Layer? Das sind jetzt irgendwie, wir haben hier jetzt so 5 von diesen Summationsoptionen. Wir können auch irgendwie 17 nehmen oder 32 oder 3. Wir können auch irgendwie hier dieses Modul hier austauschen gegen irgendwas anderes. Das sind alles Parameter, die ich nicht direkt trainiere, aber die ich trotzdem irgendwie auswählen muss und die meine Klassifikationsperformance entsprechend beeinflussen. Es gibt zum Beispiel das bei neuronalen Netzen, es gab mal eine Zeit, da hat man irgendwie, wo man noch nicht wirklich wusste, wie die Dinger funktionieren, da hat man einfach mal einen bestimmten Parameter so um 0,3 hochgedreht und schon war meine Klassifikationsperformance um 25% besser und keiner weiß so genau warum. Das sind eben diese Hyperparameter, an denen ich schraube, um mein Modell quasi besser an meine Daten anzupassen oder besser in die Lage zu versetzen, meine Daten zu repräsentieren. Frage, wir erinnern uns an unser K-Nearest Neighbors. Was ist der Hyperparameter beim K-Nearest Neighbors? Genau, das K, also die Anzahl meiner Nachbarn. Das heißt, ich kann hier wählen, ob ich irgendwie einen Nachbarn benutze oder in diesem Falle eben 5 oder 7. Oder beim Titanic-Datensatz hatte ich 3 genommen. Genau. Hyperparameter. Was ist der Hyperparameter hier? Beispiel, was könnte er sein? Der Polynomgrad. Ich habe hier jetzt eine Linie gefittet. Ich könnte auch eine Parabel durchfitten oder ein Polynom dritten Grades. Oder was völlig anderes. Und ich könnte mein Modell komplett auswechseln. Aber der Hyperparameter für so ein Polynom, für so eine lineare Regression, wäre entsprechend der Polynomgrad. Und diese Hyperparameter muss ich eben wählen. Und das führt uns auf ein weiteres Problem. Ich habe euch eben gesagt, wie man trainiert mit diesem Testset und mit dem Trainingsset. Das ist nicht ganz, wie man trainiert. Man macht das eigentlich, also das hier, man macht das eigentlich mehr so. Bevor ich aufteile in Trainingsset und Testset, splitte ich noch ein weiteres Datenset ab, nämlich das Validation Datenset. Was ist das Validation Datenset? Zuerst einmal das Zitat, was ich dazu kenne, was ich sehr illustrativ finde. You take this Validation Dataset and you hide it under a rock. Und dann machen wir eben unsere Trainingsprozedur mit unserem Trainingsdatensatz und mit unserem Testdatensatz. Und das Problem ist, was wir haben, wenn wir uns diese Hyperparameter anschauen, das ist im Wesentlichen dasselbe, was wir bei der Trainingsprozedur selber machen, nur eben manuell. Wir fitten quasi unser Modell über die Hyperparameter in gewisser Weise auch an unsere Daten. Und da wir das über das Testset machen, blutet quasi die Information aus dem Testset rüber in unser Training. Und deswegen ist unser Testset eigentlich für das Aufbauen von so einem kompletten Machine Learning Algorithmus gar nicht so geeignet, um die abschließende Performance zu beurteilen, weil eben dieses Testdatenset mit in diesem Modell drinsteckt, das wir am Ende gebaut haben. Und dafür spaltet man am Ende eben noch das Validation Datenset ab, um am Ende sagen zu können, okay, wenn ich ganz fertig bin und wenn mein Klassifikator steht und ich ihn nicht mehr verändere, dann hole ich das Validation-Datenset raus und dann schaue ich mir an, was ist denn jetzt eigentlich meine Performance von meinem Machine Learning Box Dingsbums Teil in the real world oder beziehungsweise auf den Daten, die es wirklich noch nie gesehen hat. Genau. Das wäre so
Ich sehe, ich bin relativ knackig auf den 30 Minuten. Der nächste Talk hat noch ein bisschen hin, das heißt, wir haben noch genug Zeit für Fragen, falls welche sein sollten. Recap, ich habe verschiedene Machine Learning Algorithmen gezeigt. Das sind bei weitem nicht alle. Es gibt noch diverse Algorithmen mehr, zum Beispiel Decision Trees wäre noch was, Supported Vector Machines und whatnot. Aber ich wollte so ein bisschen den Fokus darauf legen, wie funktioniert sowas konzeptionell, dass es im Wesentlichen in meiner Auffassung alles nur Datenfit-Maschinen sind und wie eben diese Prozedur, wie ich von, ich habe da so einen Algorithmus mir ausgedacht, zu ich habe so einen Klassifikator komme, denn das ist im Wesentlichen das, was auch, wenn Google irgendwie wieder sein fancy neuronales Netz trainiert, Baseline ist, die machen im Wesentlichen genau das, die nehmen sich eben ein Testdatenset, die nehmen sich ein Trainingsdatenset, ein Validation-Datenset und gucken damit, wie sie am besten zu ihrem Ziel kommen. Genau. Das wäre soweit das, was ich jetzt mir so überlegt hatte. Gibt es Fragen? Wenn es keine Fragen gibt, dann danke ich für eure Aufmerksamkeit und wünsche noch eine angenehme MMCD. Ah, da ist noch eine Frage. Ah, Google hat sich damit gebrüstet, dass sie mit neuronalen Netze trainieren. Ich weiß, von einer Sache weiß ich, das haben sie bei AlphaGo gemacht. Ich weiß nicht, ob das ist, was du meinst. Was sie bei AlphaGo gemacht haben, AlphaGo war ja das neuronale Netz, das am Ende gegen diesen Go-Spieler, gegen den menschlichen Go-Spieler gewonnen hat. In, glaube ich, 4 von 5 Runden. Was sie da gemacht haben, ist, sie haben im Wesentlichen ihre AlphaGo-KI gebaut und diese AlphaGo-KI dann gegen sich selber spielen lassen. Eventuell geht das in die Richtung. Und was dadurch eben passiert ist, du gibst im Wesentlichen, du hast diese neuronalen Netze, wir gehen nochmal eben zu dem neuronalen Netz zurück. Zu Egon. So, du hast irgendwie so ein neuronales Netz und du gibst ihm irgendwie Feedback, er hat irgendwie einen Output und am Ende kommt eben raus, hat gewonnen, hat nicht gewonnen. Das ist sozusagen, das neuronale Netz bekommt eben als Feedback, hat gewonnen, ist gut, hat nicht gewonnen, ist schlecht, musst du nochmal deine Gewichte ändern. Und was Google halt gemacht hat, sie haben einfach großskalig dieses Netz immer wieder gegen sich selber spielen lassen und dadurch hat dieses neuronale Netz eben Strategien entwickelt, oder konnte beliebige Dinge ausprobieren und hat damit eben Strategien entwickelt, die am Ende sozusagen, von denen niemand geahnt hätte, dass sie funktionieren. Kein menschlicher Spieler wäre auf die Idee gekommen, das so zu spielen. Aber dadurch, dass AlphaGo immer gegen sich selber gespielt hat und dieses Feedback bekommen hat, hat es funktioniert, hat es nicht funktioniert, waren diese Strategien am Ende doch erfolgreich genug, um mit 4-1 gegen diesen AlphaGo-Spieler zu gewinnen. Eventuell geht das ein bisschen in die Richtung, die du meintest. Wenn es noch was anderes ist, müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Das ist das, was so ein bisschen in die Richtung geht, wie ich das soweit weiß. Ja? Mhm. Für die Aufzeichnung, die Frage war, ob bei diesen ganzen Fehlern und den Data Biases, wenn ich sozusagen nicht weiß oder wenn ich zum Beispiel bei dem Titanic-Datensatz irgendwie zufällig nur dritte Klasse als Test-Sample gesampelt habe, ob es da strukturierte Maßnahmen gibt, solche Abhängigkeiten zu entdecken.
Schwierig. Es gibt ein paar Strategien, dass du dir anschauen kannst, ob irgendwelche Dinge in den Daten korreliert sind. Also gerade wenn du so Dinge wie den Titanic-Datensatz hast, das kannst du dir im Wesentlichen mal anschauen, ob bestimmte Dinge miteinander korreliert sind. Aber generell, gerade so bei Bilddaten, ist mir nichts bekannt, was wirklich so ein Bulletproof-Ding ist, wo du über solche Abhängigkeiten kommst. Das heißt tatsächlich, die Vorgehensweise beim Machine Learning ist, du trainierst, du sortierst dein Testset möglichst zufällig aus, damit über diesen Zufall von möglichst vielen Aspekten irgendwas da drin ist, damit du nach Möglichkeit irgendwie nicht so einen Selection Bias für dein Testset hast, und dann gehst du beten. Und dann kann es eben auch passieren, dass du eben erst 20 Jahre später merkst, dass dein Algorithmus irgendwas gemacht hat. Also ich hatte das Beispiel mit der Versicherung gebracht, und wenn wir uns mal anschauen, ob ein Problem, was man da zum Beispiel auch bekommt, ist, die Versicherungen haben ja Daten, wer irgendwie Kredite zurückgezahlt bekommen hat und wer nicht. Und dann lässt du das auf diesen Daten laufen. Und was dann passiert, oder was halt passieren kann, ist zum Beispiel, wenn man sich Amerika anschaut, dass dann dieses neuronale Netz rausfindet, effektiv, dass es Weißen einen Kredit geben kann und Schwarzen nicht. Warum? Weil eben statistisch gesehen die soziale Situation von afroamerikanischen Personen, tendenziell, die soziale Situation ist halt nicht so gut. Das heißt, aufgrund dieser Tatsache, dass deren soziale Situation nicht so gut ist, hatten sie halt häufiger in der Vergangenheit Probleme, so einen Kredit zurückzuzahlen, während so gut situierte Weiße halt so einen Kredit immer zurückzahlen konnten. Und auch wenn du die Information über Hautfarbe nicht reinführst, kann es eben sein, dass der Machine Learning-Algorithmus aus deinen Daten anfängt, solche Dinge zu extrahieren und dann als Kriterium heranzuziehen, ob und ob nicht. Und das Problem, was du dann bekommst, ist, wenn sich diese Situation mal verbessern sollte, dass irgendwie, wenn wir mal wirklich so die Situation haben in Amerika, dass alle Menschen irgendwie gleich gute Situation haben, hast du natürlich in so einer Situation auch wieder so ein Selektionsproblem. Dadurch, dass dieser Machine Learning-Algorithmus eben sagt, okay, einem Weißen gebe ich einen Kredit, aber einem Schwarzen nicht, bekommst du dieses Feedback, dass ein Schwarzer auch wieder in der Lage sein könnte, einen Kredit zurückzuzahlen, weil den bekommst du eben dann nicht, weil der Kredit eben nicht rausgegeben wird. Das hat halt mit der Hautfarbe überhaupt nichts zu tun. Aber es kann eben sein, dass wenn du zum Beispiel bestehende Diskriminierung basierend auf Hautfarbe hast, dass das dann wieder eine Feedback-Loop liefert, die das ganze Ding wieder verstärkt. Und das ist eben dieses große Problem mit so Blackboxen wie Machine Learning, wo du am Ende nicht weißt, was sind genau die Kriterien, auf denen basierend so ein Machine Learning-Algorithmus irgendwas auswählt. In welchen Größenordnungen man in Test, Validation und Training unterteilt. Schwierig. Ich würde es tendenziell so machen, so. Also die Datensätze dürfen halt auch nicht zu klein werden, sodass sie immer noch einen hinreichend großen Teil meines Raumes abdecken. Ich würde vermutlich so tendenziell den Trainingsdatensatz so auf 2/3 veranschlagen, den Testdatensatz vielleicht so auf. Also vielleicht ein bisschen weniger als 2/3 für Training, vielleicht ein Drittel für Test oder ein Viertel für Test und dann 10, 20% für Validation. Das Problem, was du mit dieser Aufteilung natürlich hast, in dem Moment, wo du aufteilst, verlierst du wieder Trainingsdaten. Und damit ist natürlich das Ergebnis, was du am Ende bekommst, ist natürlich auch schlechter, weil du eben weniger Daten zum Trainieren hattest. Das ist so dieser Trade-off. Deswegen tendenziell würde ich den Validation-Datensatz versuchen, eher klein zu halten, weil er mir in meiner gesamten Trainingsprozedur eben nicht hilft. Und den Testdatensatz vielleicht ein bisschen größer zu wählen, aber der Trainingsdatensatz sollte definitiv der größte sein. Genau, also die Frage, ob wir jetzt mittlerweile Methoden haben, rauszukriegen, was neuronale Netze tun. Es gibt da mittlerweile Ansätze, sich anzuschauen, was tatsächlich passiert. Wir sind mittlerweile so weit, dass wir sagen können, bestimmte Strukturen in neuronalen Netzen sind geeignet, um zum Beispiel Kanten zu erkennen. Und was eben dann passiert ist, so der erste Layer ist
ist ein Layer, der kann Kanten detektieren. Der zweite kann dann diese Informationen über Kanten verarbeiten und am Ende kommt irgendwie raus, ob es eine Katze oder ein Hund ist. Und was Leute eben versuchen, ist zum Beispiel sich sozusagen den Output anzuschauen. Wir schneiden das neuronale Netz einfach irgendwie an einer Stelle ab und schauen mal an, was läuft denn da eigentlich raus und wie sieht der Output aus, den das neuronale Netz da weiter füttert. Oder andere Methoden sind, wir versuchen, das neuronale Netz quasi umzudrehen und geben ihm mal einen Output und schauen mal rückwärts, was würde denn ein bestimmter Output, wenn ich das Netz rückwärts benutze, hier für ein Bild produzieren. Also was sieht das neuronale Netz hier zum Beispiel? Das sieht dann effektiv so aus, dass man zum Beispiel, wenn man das mal tut und sich sozusagen anschaut, was sieht das neuronale Netz eigentlich, wenn ich die ersten 5 Layer angewandt habe, dann hast du unter Umständen hier nur noch Schwarz-Weiß-Bilder. Und dann weißt du zum Beispiel, dem neuronalen Netz sind Farbwerte völlig egal. Oder du siehst irgendwie irgendeine bunte Pampe, dann weißt du, dem neuronalen Netz sind Formwerte völlig egal. Zum Beispiel, wir hatten, glaube ich, mal, irgendwer hatte bei uns im Seminar mal das Beispiel von einem Flamingo-Detektor, der war dann irgendwann nur noch rosa. Und dann weißt du eben, okay, offensichtlich klassifiziert das neuronale Netz basierend auf der Flügelfarbe von den Flamingos. Oder du hast irgendwie bestimmte Strukturen werden stärker, bestimmte Strukturen werden schwächer. Das ist auch noch so eine Variante. Ja, also das ist ein aktives Forschungsfeld und das, was ich gerade beschrieben habe, sind Dinge, die funktionieren so ein bisschen mittlerweile, aber das ist noch way to go. Dieses Deep Dream war das von Google. Was die im Wesentlichen gemacht haben, ist, sie haben ein neuronales Netz trainiert, das zum Beispiel Piratenschiffe sehen sollte oder Autos sehen sollte oder Leute sehen sollte. Und dann haben sie das neuronale Netz ein bisschen umgebaut und haben ihm quasi Dinge als Input, so Landschaften als Input gegeben und haben dann hat das neuronale Netz angefangen, da Dinge rein zu projizieren, die es gelernt hat. Ich glaube, die haben das Ding trainiert und irgendwie umgedreht oder so. Und dann haben sie ihm quasi eine leere Landschaft gegeben, dann hat das angefangen, da diese Dinge, auf die es trainiert worden ist, rein zu projizieren. Und was sie dann gemacht haben, ist, sie haben im Wesentlichen eine Feedback-Loop gemacht. Sie haben einfach Input und Output zusammengeschlossen und das Ding dann immer wieder durchdrehen lassen. Und damit kamen eben diese Formen und diese Farben vorbei, weil dieses neuronale Netz eben das, was es selbst als Output geliefert hat, wieder als Input bekommen hat und damit dann irgendwie das Ding gedreht hat. Da gibt es dieses wunderschöne Video, wo man dann auch, glaube ich, angeben konnte, was es reinprojizieren sollte. Sie hatten so ein paar Sachen irgendwie, Autos, Piratenschiffe, Menschen und Spinnen. Und das, je nachdem, wie man so zu Spinnen steht, sieht das schon so ein bisschen creepy aus, wenn da plötzlich überall so Spinnen anfangen aufzutauchen in so einem neuronalen Netz. Das sieht ein bisschen witzig aus. Da gibt es so ein Video. Müssen wir mal nachgucken, ob wir das irgendwo finden. Weitere Fragen? Okay, die Idee, dass man quasi bei so einem neuronalen Netz einfach bestimmte Parameter einfach mal zufällig ändert, damit das neuronale Netz quasi in Bereiche vordringt, auf die es selber nicht gekommen wäre, war die Frage. Das ist im Wesentlichen ein Eingriff in die, so wie ich es verstehe, im Wesentlichen ein Eingriff in die Fit-Prozedur von diesen Kantengewichten. Das heißt, du sagst einfach, wenn ich irgendwie ein neuronales Netz habe und ich habe irgendwie, weiß ich nicht, Breite von so einem Wagen und ich will Motorräder von Autos unterscheiden und Autos sind breiter als Motorräder oder so. Und ich habe hier irgendwie meinen Fehler, dann wird meine Fitting-Prozedur, wenn ich irgendwie hier anfange, versuchen, immer in mein Minimum zu laufen. Das heißt, tendenziell wird das neuronale Netz eben versuchen, es rechnet sich immer den Fehler aus, schaut sich an, wie ist quasi meine Fehleroberfläche und läuft die dann immer abwärts. Was du eben machst, wenn du sowas zufällig eben störst und, keine Ahnung, die Fehleroberfläche sieht irgendwie so aus,
dann würde das neuronale Netz, wenn es hier anfängt, würden die Standardalgorithmen es hier in dieses Minimum treiben. Und wenn du eben zufällig den zufällig sozusagen das da noch manuell irgendwas hinschiebst, kann es eben sein, dass du das neuronale Netz zum Beispiel hier rüber schubst. Ich denke, das geht eher in die Richtung, als dass du andere Sachen machst. Das Problem ist, du kannst mitten im Trainingsprozess die Struktur von diesem neuronalen Netz, die Hyperparameter im Wesentlichen nicht ändern, weil die Fitting, weil die Fitting-Prozedur sich nur auf diese Kantengewichte bezieht. Und wenn du mittendrin die Struktur änderst, dann ist im Wesentlichen ändern sich die Fähigkeiten des neuronalen Netzes, was es abbilden kann. Damit ändert sich auch sozusagen diese Fehleroberfläche und damit war deine bisherige Arbeit, was das Fitten angeht, potenziell für einen Eimer. Deswegen kannst du während des Trainingsprozesses Struktur des neuronalen Netzes eben nicht, üblicherweise nicht ändern oder nur sehr schwer ändern. Genau, die Frage, ob es Strategien für die Hyperparameter gibt und ob man vielleicht ein neuronales Netz diese Hyperparameter setzen können kann. Beim zweiten weiß ich es nicht, ob das jemand, also meine intuitive Antwort wäre, das hat mit Sicherheit schon mal jemand probiert, aber mir ist zumindest nicht bekannt, dass es da jetzt größere, erfolgreiche Ergebnisse zu gäbe. Die Strategie bei den Hyperparametern, die Hyperparameter sind insofern ein bisschen nervig, weil wir häufig auch wenig, es ist nicht immer ganz klar, was diese Hyperparameter effektiv bewirken. Also wenn du dir zum Beispiel so ein K-Nearest Neighbors anschaust, kannst du dir schon so ein bisschen anschauen, wie sehen deine Daten aus und wie sehr überlappen die, das heißt, wie viele Nachbarn bräuchte ich eigentlich, damit ich irgendwie wahrscheinlich ungefähr richtig klassifiziere. Aber das hängt immer sehr stark von den Daten ab. Also es kann sein, dass irgendwie ein Algorithmus oder ein Datensatz, für den ich irgendwie für den zehn nächsten Nachbarn gut funktionieren, dass für den nächsten Datensatz irgendwie drei guten nächste Nachbarn gut funktionieren, weil ich sonst irgendwie Dinge falsch klassifiziere. Mir ist keine wirkliche Faustregel bekannt, mit der ich so Hyperparameter setzen kann. Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt auch ein Machine Learning nicht so tief drin, also Leute, die sich irgendwie schon jahrelang mit einem bestimmten Algorithmus rumgeschlagen haben, können dir da vielleicht mehr sagen, aber mir ist zumindest so keine, aus eben den genannten Gründen, keine gute Strategie bekannt, die jetzt bulletproof wäre. Das ist alles sehr viel Gefühl und Erfahrung und ja. Weitere Fragen? Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und noch eine angenehme MMCD.